lese mal rein, was ihr mir so gebeichtet habt. Ich sehe schon, da sind auf jeden Fall gute. Hier zum Beispiel der hier. Einer sagt, ich habe so einen großen Jarak, der andere sagt, mein P*** ist klein. Oh, ich kann sogar eine Antwort machen, das wollte ich nicht. Mein P*** ist klein. Sehr schön. Hier schauen wir mal rein. Let's try this. Ich habe einen Freund auf Klassenfahrt in unser Zimmer eingesperrt, weil ich der war, der als einziger die Schlüssel hatte und er musste aufs Klo. Und so dumm wie ich bin, sperre ich die Tür fürs Zimmer ab. Ja, und dann? Was ist dann passiert? Hä? Hat er sich dann eingepinkelt oder what happened? I don't even know. Da kann man keine Bilder einschicken, ne? Also, I don't think so. Was ist was? Was? Ich 13M, habe auf der Streamweg dich getroffen und habe dann, als du dich umgedreht hast, leise ein Haar von dir ausgerissen. Ich glaube, du hast es sogar bemerkt, aber seitdem habe ich ein Haar von dir und bin so überglücklich, da ich es dann weiterverkaufen kann irgendwann. What? Was? Hä? Nein, that did not have... Ich hab... Hä? M13? Erstens? Wen habe ich getroffen, der M13 war? Mit M13 darfst du doch gar nicht in die Streaming-Area, in der ich war. Dass da irgendwas ein bisschen toss steht. Naja, Sachen, die nur geschrieben sind, können nicht so toss sein. Also da dürfen Sachen stehen. Du darfst halt noch nichts sehen. Also, wenn da sowas steht, ist nicht schlimm. Das ist actually creepy. Ich hoffe, dass es ein Joke ist, einfach nur. Ich, W45, bin alleinerziehende Mutter und verbiete meinem Kind W15, dass es dich anschaut, da du deinen betrunkenen Was? Da du mit deinen betrunkenen Streams keinen guten Einfluss auf mein Kind hast und ich auch das auch anderen Müttern ans Herz lege, du bist und bleibst eine schlechte Erziehung? Kritische? Verstehe ich aber. Ich, 20, bin einmal bei einer Home. Bei einer Home meiner damaligen Freundin, achso, einer Homeparty. Meiner damaligen Freundin so drunk gewesen, dass ich mich nackt ins Zimmer der kleinen Schwester 2 Jahre jünger reingelegt habe, weil ich es verwechselt habe und auf meine Freundin gewartet habe. Schlussendlich bin ich eingeschlafen und die kleine Schwester hat mich aufgeweckt und angeschrien. Oh mein Gott. Boah, Leute, F's in den Chat. Das ist ja hart unangenehm. Lass uns mal den Chat hier reinmachen. Ich glaube, es macht Sinn, den Chat hier reinzumachen. Ich, M71, wahrscheinlich M71, wahrscheinlich, oder? 71 und das Altenheim Beichen, dass wir dich Reefed auf Twitch anschauen und wir dich richtig feiern. Ja, mhm. Deine Streaming-Zeiten werden immer eingehalten und von uns ständig angeschaut. Wir hassen aber deine Reactions. Mhm. Genau. Ja. So ein Bullshit. So ein Bullshit, wirklich. Früher nach der Schule bin ich immer mit meiner besten Freundin nach Hause gegangen. Mussten immer durch einen Tunnel und da haben wir schon einen Typen stehen sehen, der dann aber weg war. Links nach dem Tunnel war ein Hang mit Bäumen und hinter dem Baum stand der Typ und hat seine Palme gewedelt. Oha, wir waren damals 13 und waren literally so geschockt. Haben überlegt, die Polizei zu rufen. Kurz danach kam der Typ aus... kurz darauf kam ein Typ aus unserer Schule gelaufen, war so cringe. Ist einfach unvergesslich, dieser Moment, und bringt uns einfach immer wieder zum Lachen. Tatsächlich habe ich eine ähnliche Story zu sowas, weil ich glaube, sowas passiert gar nicht selten, dass Leute random die Schwängel von irgendwelchen anderen Leuten sehen. Ich war mal, als ich mit meiner besten Freundin früher in der Grundschule im Schwimmbad war, sind wir so im Schwimmbad rumgetaucht und da hatte tatsächlich jemand seinen Schwängel rechts aus der Badehose so raus. Er hatte so eine, diese enge Badehose, die halt so eine Dreieck-Badehose, und der hatte seinen Schwängel so an der Seite raushängen lassen. Und wir sind da vorbeigetaucht und dann haben wir uns angeschaut und waren so... Und danach sind wir rausgegangen. Es war unnormal weird, wie da dieser Schwängel so rumgehangen und im Wasser so rumgeschwommen ist. Und da war ich, keine Ahnung, wie alt waren wir da? 11? Naja, so 10, 11 oder so. Es war so 2., 3. Klasse. Ja, ich glaube, sowas passiert tatsächlich relativ oft. Es ist nichts Seltenes, glaube ich. Ich bin jedes Mal erneut überrascht, wie gut ich durch meine Brille sehen kann, nachdem ich sie gereinigt habe. Ich glaube, das fühlt jeder Brillenträger. Sogar, oder kennt ihr dieses Ding, wenn ihr für eure Brille oder für eure Kontaktlinsen eine neue Stärke bekommt und ihr denkt eigentlich die ganze Zeit, ihr würdet gut sehen, dann kriegt ihr plötzlich eine neue Stärke und denkt euch so, wie konnte ich die ganze Zeit so sehen? Ich habe mein Leben lang nichts gesehen. Und dann plötzlich bist du so, wow. Das ist auch, ja. Keine Beichte von mir, aber war lustig. Meine kleine Schwester hat, als sie mal 6 war, versucht, von einem Hochbett aus die Lampe mit einem Kissen auszuschmeißen und ist dabei runtergefallen, null weh. Hat einen großen blauen Fleck. Wisst ihr, was ich früher gemacht habe, was ultra weird champ weird ist? Ich habe früher aus irgendeinem Grund, wirklich, ich weiß nicht warum, ich hatte so eine Lampe, die ultra heiß wurde. Und ich habe die Lampe immer angemacht, so lange, bis die Lampe richtig heiß war, sodass du die nicht mehr anfassen konntest. Dann habe ich immer Taschentücher nass gemacht und habe die so
auf diese Lampe gelegt, damit die Taschentücher warm wurden und auch manchmal auf die Glühbirne, die ist dann auch manchmal kaputt gegangen, hat dann so gefunkt und ich weiß nicht warum, ich fand das so voll cool, diese nassen Taschentücher irgendwie warm zu machen. Ich I don't know why. Und das habe ich so casually jeden Abend, habe ich mir so ein paar Handtücher geholt, habe die so auf diese warme Lampe gelegt. Ja, kein Plan. Ich beobachte immer meine Schwester, wenn sie nackt ist und ich bin einmal ins Zimmer reingegangen, wir hatten Six und machen das alle 2 Tage, ja. Ist real, oder Chat? Eins in Chat, wenn ihr der Meinung seid, dass die Story safe real ist. Ich weiß, dass ich, als ich komplett bekifft war, 3 Stunden gebraucht habe, um nach Hause zu fahren mit dem Fahrrad, obwohl es maximal 20 Minuten gewesen wäre. Am Ende hat mir ein Freund erzählt, dass ich sehr oft um den Block gefahren bin, wo ich wohne, aber nicht das Haus gefunden habe, wo ich wohne und er mich nach Hause bringen musste und dann klingeln musste und meine Eltern dann um 4 Uhr aufstehen mussten, um die Tür aufzumachen. Happens, ja, passiert. Was ich aber auch nie verstehe, wie ist Freunde machen oder wieso Freunde dann nicht ihre Freunde. Also ich würde niemals, wenn ich sehen würde, dass ein Kumpel oder eine Freundin von mir so hardcore high ist, würde ich niemals die Freundin alleine lassen. So, oder den Kumpel. Ich würde gucken, dass sie es schaffen, nach Hause zu kommen. Und dann, wenn die zu Hause sind, wäre ich so, okay. Aber eine Person, die komplett breit ist, versucht doch nicht mit dem Fahrrad alleine nach Hause zu schicken. Das wird nichts. Oh man. Ich bin extrem schüchtern nach Sees. Ich brauche, ach so, extrem süchtig. Ich brauche einfach diesen Kick. Aber eigentlich will ich davon wegkommen. Es kommt auch vor, dass ich mir bis zu 10 Mal am Tag selbst mache. Uff. Pornos haben ja auch bei mir schon jegliche Wirkung verloren. Uff. Das tut mir echt leid. Das ist eine ganz schwierige Sache. 10 Mal am Tag. Wie kriegst du die Zeit dazu? Und tut das auch nicht, das muss doch wehtun auch. Ganz kritische Sache. Tanzi? Macht Tanzi das auch so oft? Boah, das muss einfach nur wehtun, wirklich. Aber es tut mir auch wirklich leid, weil wenn er wirklich davon wegkommen will, dann ist es eine ganz kritische Sache. Oh, Latte in der Schule gab, musste dann vor zum Referat. Oh, mein Beileid. Das ist ein ganz großer RIP-Moment. Ich, M13, oh nein, ich sehe nur Pferdestall, ich habe Angst. Ich, M13, beichte, dass ich und ein paar Freunde draußen unterwegs waren und wir haben auch so einen Pferdestall sozusagen in der Nähe. Und da sind wir halt abends hingegangen und da waren 2 Mädels. Eins auf dem Pferd und das andere das Pferd an der Leine. Wir haben dann halt irgendwie komische Geräusche gemacht und gemerkt, dass das Pferd halt für einen Moment schneller wird. Und dann haben wir halt wieder übertrieben und auf einmal fällt dieses Mädchen einfach vom Pferd runter auf den Boden. Dann sind wir weggerannt, lol. Wir haben eigentlich nur gemacht, weil die eine meinen Freund fast gepeitscht hat. Lol. Lost. Ist aber eigentlich übelst asozial, extra Geräusche zu machen, damit das Mädchen vom Pferd runterfällt. Ist richtig savage einfach. Oh mein Gott, ich habe mir ein Porno angeschaut, habe mich davor mit meiner Bluetooth-Box verbunden und hat dann vergessen, mich zu trennen von der Box. Albtraum. Das tut mir richtig leid, das ist hart unangenehm. Ich hab auch schon öfters vergessen, mich von meiner Box zu trennen, als ich in der WG war und dann halt mit der Box noch verbunden war und dann in mein Zimmer bin. Aber ich habe zum Glück nie Pornos oder so geschaut, sondern immer YouTube oder so. Und dann war ich so, hä, wieso geht mein YouTube nicht? Dann höre ich nur aus dem Wohnzimmer. Hallo meine lieben Freunde! Ich habe letztens Katja Krasavitsches Sextape unter der Dusche richtig laut gehört, als meine Mom kam. Das ist auch unangenehm, wenn aus der Dusche einfach nur kommt, ich weiß, du willst Sex, Babe. Ey. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Ich weiß, und Eva hat mir sogar auf WhatsApp geschrieben gehabt, Mama ist da, weil sie mich so warnen wollte, weil sie mir halt gesagt hat, weil sie halt weiß, dass man das halt aus der Dusche hört. Das war auch unangenehm, aber das wäre mir tatsächlich noch unangenehmer. Ich, 15, beichte, dass ich am Frankfurter Flughafen eine Maschinenpistole in den Rücken bekommen habe, weil eine Spielzeugwaffe im Koffer hatte, die echt aussah. Oh mein Gott. I'm so sorry. Wisst ihr, was mir letztens eingefallen ist, was eigentlich voll insane ist? Ich habe einfach mal ein Messer mitgenommen durch mein Handgepäck im Flughafen. Die haben das gesehen gehabt und ich war damals noch sehr jung. Ich war damals so 11, 12 oder so. Ich hatte so ein Schweizer Taschenmesser, was ich total cool fand und was ich neu gekauft hatte aus Frankreich. Und dann habe ich das mit ins Handgepäck genommen und anscheinend haben meine Eltern nicht geprüft, dass ich das mitgenommen habe. Und dann wurde das halt rausgeholt am Flughafen und ich war so, oh nein, mein Taschenmesser. Und dann war dieser Typ von der Kontrolle war so, okay, ausnahmsweise darfst du es mitnehmen. I mean, damals war das total cool, dass ich mein Taschenmesser mitnehmen darf. Aber ich darf mein Taschenmesser mit ins Flugzeug nehmen? Weil wir waren auch die größte Allmann-Familie. Wir sahen jetzt nicht aus, als hätten wir irgendwas vor. Ich war so ein 11-jähriges Kind, meine blonde Mutter und mein, ich glaube damals auch noch mit meinem Vater. Wir sahen halt auch so die größte Allmann-Familie so, aber ich durfte einfach so ein Messer mitnehmen ins Flugzeug. Oh mein Gott, das darf nicht true sein hier. Ich, M14, habe meinem Cousin nackt in der Dusche gesehen, bin danach in sein Zimmer gegangen, um ihm zu sagen, dass er einen sehr schönen hat. Sweet Home Alabama und ich hoffe, es ist nicht true. Anders unangenehm. Oh Gott, es ist ein bisschen lange, aber lesen wir durch.
Wir hatten letztes Schuljahr von uns zwei US-Amerikaner im Englischunterricht Besuch. Die beiden über 50-jährigen Männer, wieso habt ihr so alte Leute in eurem Unterricht? Normalerweise sind die Austauschschüler doch genauso alt, wie man selbst ist, oder? Schwierige Sache. Die beiden über 50-jährigen Männer waren auch Lehrer und auf einer Fortbildungsreise. Oh, okay, macht Sinn. Um etwas von dem deutschen Schulsystem zu erfahren. Sie haben uns den Auftrag gegeben, die von ihnen gegebenen Arbeitsblätter mit Bleistift auszufüllen. Da wir sonst immer mit Füller oder Kuli schreiben, hatte ich kein Radiergummi dabei. Als mir dann ein Fehler unterlief, hatte ich in meiner Klasse nach einem Radiergummi gefragt. Daraufhin guckte mich meine Lehrerin böse an und sagte, dass es unhöflich sei, auf Deutsch zu reden, wenn mich die beiden nicht verstehen. Also fragte ich, does someone have a rubber? Damit ich besonders höflich wirkte, guckte ich den beiden straight ins Gesicht. Die beiden hatten einfach gefühlt ihren größten Lachkick des Lebens und haben kurz danach erfahren, dass Rubber im amerikanischen Englisch Kondom heißt. Das Unangenehmste daran war aber, dass die beiden irgendwie 50 waren und über sowas so krass lachen mussten. Die sahen aus wie der Keck-W-Dude. Ja, stark. Das ist halt so typischer Ü50-Humor, so. Hahaha. Oh mein Gott! Mama! Keiner kann sich so schön erschrecken als du. Wie du? Wie du? Wieso als? Du sagst nie als. Oh. Das darf sich so lachen. Ja, aber doch nicht, wenn es aber nur als bei Vergleichen. Und Obstteller. Oh mein Gott. Raus. Dankeschön. Kölzmann, jetzt kam meine Mutter genau da rein, wo ich irgendwelche Beichen vorlese über Kondome. Top. Schön. Ja, ungefähr eine Sekunde davor habe ich Kondom gesagt. Das finde ich immer schön, ja. Und was verdienst du so dein Geld? Ja, genau. Ich beichte, dass ich mehr Kinderfotos von Toni haben will. Eins im Chat, wenn ihr das auch wollt. Jo, Olli, bist du's? Ich, 19, beichte, dass ich mit einem guten Freund, als wir 13 Jahre alt waren, gegrillt haben und ein Großbrand entstanden ist. Wir haben erfolglos versucht, das Feuer zu löschen und sind, als wir die ganzen Sirenen gehört haben, abgehauen. Nicht krass, aber hab's noch niemand erzählt. Nicht krass? Ihr habt einen Waldbrand verursacht. Ist schon kritische. Nicht krass. Und dann gab es die News. Regenwald abgebrannt. Erst gestern kam meine Mutter in mein Zimmer und hat gefragt, warum da eine Klopapierrolle auf dem Tisch steht. Pepega Mutter. Hab dann abgeantwortet, dass ich mir damit den A** abwische, in der Hoffnung, dass die Stimmung auflockert. Hat nicht so gut geklappt. Oh no. Unangenehm. Ja, Jungs, die Standardantwort. Meine Nase läuft und Klopapier ist weicher als Taschentücher. Oder ihr habt keine Taschentücher? I don't know. Ich weiß nicht. Kritische Sache auf jeden Fall. RIP an alle Jungs, deren Mütter fragen, warum das Klopapier am Schreibtisch steht oder am Bett. Vor allem, weil die Mütter das safe wissen und euch einfach nur... Also, welche Mutter weiß wirklich nicht, warum da Klopapier steht? Kann eigentlich nicht sein, you know? Oh no. Als ich bei einer Party in das Bett von der Person gekotzt habe, die die Party geschmissen hat, haben sie auf eine andere Person geschoben. Diese wird jetzt nicht mehr zu Partys eingeladen. Sorry, Max, ich wollte es nicht. Oh no. Also so, RIP an Max. Big F-Moment. Ich habe schon wieder irgendwo reingeskippt. Mann, wieso bin ich so... Das ist eine miese Prise, aber Max, wirklich. Ich war in der 8. Klasse und hatte meine Tage im Unterricht. Als ich auf dem Klassenraum verlassen habe, habe ich gesehen, dass etwas Blut auf meinem Stuhl war. Das hast du aber spät gesehen, no front. Es war mir aber zu peinlich, es wegzumachen, weil wir einen männlichen Lehrer hatten. Er als letztes den Raum verlässt und es gesehen hätte. Meine Freunde hatten danach noch Unterricht in diesem Raum und mussten es dann für mich wegmachen. Oha, aber was für krasse Freunde. Das sind krasse Freunde tatsächlich. Not bad. Glück gehabt. Das habe ich schon gesehen, das finde ich so lustig. Als ich jünger war und wir Besuch bei Freunden waren, habe ich da so gebackt, dass mir überhaupt nicht geschmeckt hat, einfach in die Couchritze gesteckt. Das vergammelt da wahrscheinlich immer noch. Ich finde das so funny, dass einem früher es einfach so unangenehm war zu sagen, dass einem Essen von anderen Eltern oder so nicht schmeckt. Und einfach entweder es gegessen hat und dann eins verkotzt, ist mir auch schon so oft passiert. Ich war auch schon bei Freunden und dachte mir so, oh mein Gott, was ist das? Das ist das Ekelhafteste, was ich in meinem Leben gegessen habe. Und dann bist du so, danke. Eins vor Kotzen, dann fragen die so, willst du noch was? Oh nee, ich habe zu Hause schon gegessen, ich bin relativ satt schon. Lieber reinschieben und kotzen gehen, als zu sagen, dass es einem nicht schmeckt. Ist halt wirklich so. Und er hat es einfach in die Couchritze geschoben und es ist stark, ist wirklich stark. Auf ganz entspannt von meiner Stiefmom beim Sex erwischt worden und mit meiner damaligen Freundin. Problem, sie stand 10 Sekunden circa wie angewurzelt in der Tür und hat meine Freundin auf die gestarrt. Oh no. Oh, I'm so sorry. Das ist so ein großer RIP-Moment. Wieso hat sie nichts gesagt? Das ist massiv unangenehm. Ich glaube, es waren genug Beichten für heute. Ich danke euch vielmals fürs Einsenden von euren Beichten. GG auf jeden Fall. Thanks, Leute. Es war massiv unangenehm, aber auch lustig.